Hallo meine Lieben und welcome back bei mir. Mein Name ist Steffi und ich bin unabhängige Sensi-Beraterin. Heute zum letzten Video. War ja heute schon wieder einiges los hier. Ich bin immer noch, es tut mir leid, wenn ich es 5000 mal millionenfach sage, aber ich bin immer noch fix und foxy. Also hier stürmt es gerade bis zum bitteren Ende. Es hat auch jetzt gerade mal wieder aus sämtlichen Himmelsrichtungen geregnet. Ja. Ich bin ja da mittlerweile echt... Ja, kenne mich ja da mittlerweile echt aus, weil ich sehe ja die letzten Tage schon fast nichts anderes. Aber... Wie ich ja vorhin schon in meinem anderen Video gesagt habe, da die Herbstkollektion ja schon offiziell auf meiner Homepage komplett zu sehen ist, werden wir uns heute zwar nicht um die ganze Kollektion kümmern, aber um die Düfte. Wir haben die an unserer Scentsy Family Reunion in Berlin, haben wir die von Scentsy geschenkt bekommen. Und ich muss wirklich sagen, also ich bin ja eigentlich echt kein Herbstdüfte-Fan. Also ich mag da mehr dann wieder die Winterdüfte. Aber ich muss zu meiner Schande gestehen, da ist dann doch der ein oder andere dabei, der mich wirklich positiv überrascht hat und wo ich mich wirklich drauf freue, den auszuprobieren. Muss hier nur gucken, weil ich habe hier meinen Laptop schön aufgebaut. Wir fangen an. Es gibt also entweder gibt es den 5er-Pack mit allen 5 Düften für 35 Euro oder ihr bekommt sie natürlich auch einzeln für 8,50 Euro. Jetzt bin ich schon wieder eins weiter gerutscht. Und wir fangen an mit dem Forever Fall. Der hat wieder... Ja, wo sind wir? Also der ist jetzt so nicht wirklich meins. Für mich hat er echt ein bisschen, also man riecht den braunen Zucker, aber der ist ein bisschen, wie soll ich sagen, ein bisschen angekokelt. Ist halt Kürbis, ja. Also, was haben wir? Gebackene Kürbis und Zimtstange zelebrieren die Süße der Saison mit einer Prise braunen Zucker. Ja. Nein. Dann haben wir den Kaschmir Leaves. Also ich muss sagen, der hat ein bisschen was vom Welcome Home, aber der Welcome Home geht ja wirklich schon richtig schön ins zimtige Schwere rein. Und der ist wieder so ein bisschen leichter. Der hat was Fruchtiges drin. Was Fruchtiges und was Gewürziges. Aber der ist echt nicht schlecht. Was haben wir?
Zartes fallendes Laub umweht knackigen Apfel mit Kaschmirgewürz. Also der ist ja. Dann haben wir den White Pumpkin and Driftwood. Schauen wir mal, was wir da haben. Also, die sind alle sehr gewürzig. Also, ich habe keine Ahnung, wie viel Gewürze da immer mit drin sind, aber der ist wirklich. Hat irgendwie ein bisschen was Nussiges. Und was leicht parfümiges, aber der ist echt. Weiß auch nicht. Knackiger weißer Kürbis und Treibholz veredelt mit weißem Kardamom und warmen Sonnenamber. Ich bin echt eigentlich für Herbstdüfte nicht geeignet. Ich dürfte das gar nicht hier machen. Dann, Entschuldigung, haben wir den nächsten Fall into Love, ein grüner. Der ist schon wieder mehr mein Fall, denn Eukalyptus. Das ist aber so ein. Das ist jetzt nicht so ein scharfer, wie man vom Erkältungsbad her kennt, sondern. Das geht so ein bisschen mehr in das Süßliche rein. Also so ein süßer Eukalyptus. Gibt es süßen Eukalyptus? Und so ein bisschen was Fruchtiges. Also der ist echt gut. Also ist genau was für meine Nase. Ich mag Eukalyptus. Ich mag Eukalyptus. Was haben wir? Wo sind wir denn? Hier. Frische Orangenschalen und kühler Eukalyptus umarmen süßen Balsam. Ja. Und zum Schluss haben wir den Dutch Apple Bread. Apfel ist immer kritisch, ne? Also ich finde, der riecht ein bisschen künstlich. Also ein bisschen, also man riecht ein bisschen Apfel, ja. Und dann auch wieder Gewürze. Irgendwie ein bisschen trocken. Ich weiß nicht. Also, er riecht auch zart, kalt, relativ zart. Also, weiß nicht. Was haben wir? Frische Apfelscheiben in warmen Zimt, braunem Zucker und Haferflocken gehüllt. Also, da könnte es da natürlich sein, wenn der warm ist, dass der riecht wie Porridge. Muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also gut, da hätten wir jetzt dann wieder das Problem, was ich eigentlich immer habe bei Fünfer-Sets. Drei gefallen mir gar nicht und zwei sind gut. Also die zwei sind wirklich, also der Kashmir Leaves und der Fall into Love könnten mein Fall werden. Ich werde das ja definitiv testen. Denn am 1. Dürfen wir Berater ja immer die frühzeitigen Kollektionen kaufen. Da wäre jetzt auch die dabei, aber die haben wir ja geschenkt bekommen. Deswegen brauche ich die mir nicht mehr kaufen. Und es kommt aber noch ein Duft dazu. Den hole ich mir am 1. natürlich noch. Und
Bis dahin müssen meine Wippis leider warten. Denn dann kommt auch noch der Duft des Monats September dann schon bei mir an. Also die können sich diesmal echt schon totschnüffeln. Also straffes Programm, wenn es gut läuft, also wenn es sehr gut läuft, klatsche ich dann euch dann auch noch natürlich die 10 neuen Düfte mit rein. Ich habe viel zu tun, aber ich will ja schließlich auch nach Hawaii. Also mal die Arschbacken zusammenkneifen und in meinem Fall dann mal eine Zigarette weniger rauchen und sich hier im Büro verschanzen, weil hier ist ja nicht Raucherzone. Sehr gut. Und was arbeiten. Also ich habe viel zu tun, aber ich werde jetzt gleich mit den Herbstdüften anfangen, dass das nicht alles so aufeinander ist. Jetzt werde ich gleich die Herbstdüfte gießen und dann werde ich meine Päckchen, meine Infopäckchen noch zusammenpacken. Da werde ich aber auch ein Video dazu drehen, so ein kleines Kurzvideo. Und dann war es das von mir. Wir sehen uns am 1. wieder. Moment, ich muss gucken. Der 1. ist der Dienstag, ne? Der 1. ist der Dienstag, genau. Da bekomme ich ja die von allen gehasste und geliebte Auslaufliste. Und dazu werde ich definitiv live kommen. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wann ich sie genau in den Händen halten werde. Also wenn ihr alle schön fleißig auf Abo gedrückt habt hier bei mir, dann seht ihr das, wenn ich live komme. Und ja, ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ja, das war's. Meine Düfte und ich werden uns jetzt hier an den Schreibtisch verziehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir noch ein Däumchen da oder ein Abo. Ich freue mich immer über beides. Und wenn ihr noch keine Duftschnecke habt, dann dürft ihr euch sehr gerne bei mir melden. In der Beschreibung findet ihr meine WhatsApp-Nummer und da dürft ihr mir schreiben. Und wenn ihr dann Bock habt, könnt ihr auch gerne in meine VIP-WhatsApp-Gruppe kommen. Da gibt es immer die allerneuesten Neuigkeiten. Und ja, ich würde mich freuen. In diesem Sinne einen schönen Sonntag. Das war's jetzt mit meinen Videos. Und wir sehen uns dann spätestens zum 1. wieder. Denkt dran, das Video, was geht, was kommt, was bleibt, packt's euch in den Club, haut noch eine Bestellung raus bis zum 31. Weil es fällt wieder einiges weg. In diesem Sinne, macht's gut!